Hallo, meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, wie im letzten Adventskalender-Video schon angekündigt, habe ich natürlich auch einen Adventskalender für meine andere Tochter fertig gemacht. Sie ist 19, sie wohnt aber noch bei mir und ich habe jetzt 24 schöne Teilchen gekauft oder besorgt. Und das ist das Gute. Ich habe vielleicht so roundabout 10 € nur ausgegeben. Ich habe viel Secondhand gekauft, viel auch geschenkt bekommen oder aus Umsonstläden oder so. Also, und er ist sehr persönlich und ich denke mal, es sind tolle Sachen dabei, worüber sie sich freuen wird. Genau, ich zeige euch einmal die Sachen, um euch vielleicht auch noch Inspiration zu geben, was ihr so verschenken könnt oder was ihr so in einen Adventskalender packen könnt. Fangen wir mal an. Meine Tochter puzzelt total gerne. Sie hat auch eine große Puzzlesammlung schon. Und im Sommer, also ich fange immer schon im Frühjahr an, Sachen zu sammeln. Und im Sommer hier bei mir die Straße ein bisschen weiter hoch, packt einer immer eine Verschenkekiste raus vor die Tür. Also regelmäßig steht da was. Und da habe ich zwei tolle Puzzle bekommen von Ravensburger. Einmal so eine Bibliothek. Und solche, gerade hier dieses Puzzle habe ich auch noch bekommen, solche Wimmelbilder oder wo recht viel Kleinkram ist, liebt sie zu legen. Und da habe ich mich richtig drüber gefreut. Genau, die beiden Puzzle bekommt sie. Dann machen wir mal hier. Ich greife einfach so in die Kiste rein. Ich war im Umsonstladen, habe da auch noch mal geguckt und habe eine Hose entdeckt. Da bin ich mir nicht sicher, ob sie die nun hatten, ob sie sowas trägt oder nicht. Aber ich meine, dass sie sowas in der Art schon mal hat. Meine Tochter hat einen Hosenfimmel. Immer wenn sie irgendwo auf Flohmärkten oder in Second-Hand-Shops geht und eigentlich nach Oberteilen guckt, sie kommt immer mit Hosen zurück. Also sie hat einen Riesenstapel Hosen. Gut, aber hier denke ich mal, werde ich nichts verkehrt gemacht haben. Ist aus dem Umsonstladen, ich habe dafür nichts bezahlt. Und wenn sie die doch nicht mag, dann kann sie die zurückgeben. Dann suche ich mal ein paar Kleinteile raus. Ich war gestern nämlich noch mal bei Teddy. Meine Tochter macht ja eine Ausbildung zum Maß- und Kostümschneiderin und mir fehlten noch ein paar Teile für den Adventskalender. Und dann habe ich bei Teddy ihr was zum Nähen gekauft. Einmal so Stecknadeln, Sicherheitsnadeln, nee, Stecknadeln heißen die. Sicherheitsnadeln sind was anderes. So 50 Stück sind da drinne, kann man, denke ich mal, immer gebrauchen. Die haben auch nur 1 € gekostet. Und dann einmal so ein Set lauter Nähnadeln in verschiedenen Größen, auch 4 €. Und einmal, das fand ich total niedlich. So Aufnäher, wo Handmade draufsteht. Da sind 6 Stück drin, auch für 1 €. Ja, ich denke mal, da kann sie bestimmt was mit anfangen. Dann habe ich bei Penny einmal so einen Tassencreme-Pudding Glücklichmacher gekauft. Das ist bestimmt auch was für sie. Manchmal hat sie so abends immer noch so diesen Kick, irgendwie noch was Süßes zu brauchen und wir haben nichts mehr da. Manchmal kocht sie sich dann immer noch Pudding und hier hat sie so eine Tasse für sich, die sie dann selber machen kann. Und ich habe bei Penny auch noch diese Linsenchips gekauft, eine Tüte, die mag sie auch sehr gerne. Genau, dann habe ich noch 2 Sachen aus dem Umsonstladen. Die sind aber aus dem Bücherumsonstladen. Und zwar habe ich hier so ein Notizbuch. Und das fand ich so schön. Es fasst sich haptisch auch total toll an. Und es ist so nach Tage sortiert, aber es ist kein Datum oben. Das kann man selber nochmal aufschreiben. Also man kann das für jedes Jahr sozusagen nutzen. Also es ist jetzt nicht für 2024 oder 2025, das kann sie sich aussuchen. Und fand ich richtig toll, so als Notizplaner. Ja, das gefällt mir richtig gut. Und dann noch ein Mandala-Malbuch, Wild Life. Sowas macht sie auch gerne, Mandalas malen.
abends mal beim Serien gucken oder so. Und es ist, gut, hier vorne sind Notizen drinne, aber die ganzen Bilder innen drin sind noch nicht bemalt. Und da habe ich mich richtig gefreut, dass ich das im Umsonstladen gefunden habe. Das, genau, packe ich auch ihr mit rein. Dann gehen wir mal weiter. Muss ich mal einmal schauen, dass ich habe nämlich, guck mal einmal in meine Kiste, da fehlt dann noch ein Teil, oder? Ja, da in der Ecke ist es. Ich hatte nämlich bei Tauschticket, das ist ja eine Plattform, wo man Sachen gegeneinander tauschen kann und man bekommt dann Punkte und man muss immer nur, wenn man was vertauscht hat, also wenn jemand anderes von seinen Sachen, also von meinen Sachen was angefordert hat, muss ich immer nur den Versand zahlen. Und ich hatte da noch Punkte übrig, wobei ich jetzt gar nichts vertauscht hatte. Ich hatte aber noch von früher Punkte übrig und habe dort für wirklich nur einen Punkt drei Teile erstanden. Da musste ich ja dann jetzt nicht zu zahlen. Und zwar habe ich einmal so ein Trocken- oder nicht Shampoo-Konzentrat zum Anmischen. Habe ich noch nie gesehen, aber meine Tochter mag gerne so Beauty-Kram und neue Sachen ausprobieren und so. Karibische Früchte. Mal gucken, was sie davon hält. Dann ist noch einmal Nagellack dabei gewesen. So, es war eine recht dunkle Farbe. Mal gucken. Und ein so ein Kajalstift oder ja, irgendwie so ein Stift. So, genau. Jetzt muss ich mal zählen. Ich habe nämlich vorhin gar nicht zu Ende gezählt. Es sind 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Sachen haben wir jetzt schon. 13 Sachen. Dann habe ich im Umsonstladen auch noch jede Menge Wolle gefunden. Also das habe ich nicht alles auf einmal. Über Monate hinweg habe ich da Wolle mir immer mal mitgenommen, wenn die welche da hatten, weil die Wolle ist immer schnell weg. Und zwar habe ich einmal von Gründel, das ist glaube ich auch eine recht gute Marke, Filzwolle entdeckt. So, weil meine Tochter näht nicht nur, sie fängt jetzt auch noch an, sich Stricken und Häkeln so beizubringen. Genau, und dann einmal so eine weiße Wolle. Mal gucken, ich brauche mal meine Brille. Das ist. Naja, Acryl, okay. Aber ich denke mal, zum Stricken aus, zum Ausprobieren ist das ganz gut. Und das ist eine große Rolle. Da kann man, denke ich mal, auch schon irgendwie ein kleines Teil mit fertig kriegen. Und dann habe ich noch mal Wolle. Und zwar zweimal in Schwarz. Das Pack kommt in ein Päckchen und das in ein Päckchen. Genau. Dann noch mehr aus dem Umsonstladen. Also ich habe über das ganze Jahr immer schön gesammelt. Immer wenn ich da tolle Teile entdeckt habe, habe ich die mitgenommen. Und da meine Tochter ja, wie ich schon gesagt habe, sehr kreativ ist, hatte ich einmal Leinwände dort entdeckt. Und die sind auch noch eingeschweißt, also nagelneu. Und ich musste nichts dafür zahlen, also so Keilrahmen. Sind zwar die kleineren, 24 mal 30 Zentimeter, aber da kann sie bestimmt was mit anfangen. Sind, ja, dann noch mal zwei Türchen. Genau, dann noch ein Puzzle mit einem Weihnachtsmotiv. Das hatte ich auch mal in so eine Verschenkekiste entdeckt, was draußen vor der Haustür stand. Habe ich auch mitgenommen, da ich ja weiß, dass meine Tochter gerne puzzelt. Dann hat sie jetzt in der Adventszeit und ja, für Dezember denke ich mal, genug neuen Puzzlestoff. Weil unsere, sie hat zwar eine große Puzzlesammlung schon, ich schau mal da, weil da unser Spiele- und Puzzleregal ist. Sie hat schon eine große Sammlung, aber sie ja, muss manchmal Puzzle immer nochmal und nochmal puzzeln, weil nichts Neues mehr da ist. Und jetzt hat sie denn drei. Dann habe ich nochmal eine Gesichtsmaske, Aktivkohle. Genau, die habe ich bei Bupi geholt. Und dann noch eine
Tüte Chips. Da hatte ich mal so ein Viererpack. Das sind diese kleinen Tüten. Ein Viererpack hatte ich meiner großen Tochter ja schon welche reingepackt. Und eines noch für meine andere Tochter. Und dann hatte ich ein Viererpack, na, die auseinander machen. Waffeln. Ich glaube, ich brauche aber nur noch zwei Türchen. Packe ich, ja, zwei Türchen, jeweils eine so eine Waffelpackung rein, damit sie noch ein bisschen was Süßes hat. Ja, und die andere werde ich heute essen, selber essen. Genau, das war's eigentlich. Ich muss mal schauen, was ich jetzt ausgegeben habe. Das würde mich nämlich selbst mal interessieren. Ich, ja, peile mal drüber, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja, vielleicht sogar nur 9 €, wenn es hochkommt. Also ist wirklich ein günstiger Kalender. Man kann wirklich Sachen auch umsonst bekommen und die sind noch tipptopp. Und ja, ich freue mich richtig. Ist auch ein sehr bunter Kalender von allen möglichen Sachen, ist was mit dabei und viele Sachen, wo sie sich, glaube ich, richtig doll drüber freuen wird, was so ihre Interessen angeht, habe ich da wirklich viel mit abgedeckt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert mich und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder.